Hallo und herzlich willkommen im Paradies. Heute gibt es eine super interessante Folge zum Tauchzug. Ich behaupte, dass 90% aller Tauchzüge überhaupt gar nichts bringen. Warum das so ist und was ihr dagegen machen könnt, erfahrt ihr im heutigen Film. Und obwohl ich sage, dass 90% aller Tauchzüge nichts bringen, bitte ich euch weiterhin das Prinzip Learn, Practice, Repeat zu beachten. Denn wenn man die Hydrodynamik beachtet, kann der Tauchzug extrem effizient sein. Es gibt genau zwei entscheidende Probleme, die dazu führen, dass der Tauchzug nicht so effizient ist. Ich muss euch erst noch überzeugen, dass er tatsächlich ein Problem ist. Schaut mal jetzt hier auf die Bilder und guckt genau hin, wie der Kopf und die Leine sich zueinander bewegen. Und wenn man genau hinschaut, bewegt sich für einen kurzen Moment der Kopf kein bisschen. Das bedeutet, ihr habt 0 km/h oder ihr habt 0 Geschwindigkeit ganz, ganz kurz nach dem Start. Also dieser Widerspruch, brutal schneller Start, super schnelle Eintauchphase und kurze Zeit später steht ihr still im Wasser. Wie man das verhindern kann, werde ich euch in den nächsten Schritten zeigen. Der erste Knackpunkt. In dem Moment, wo du deine Oberschenkel anziehst, schiebst du gleichzeitig Wasser in die entgegengesetzte Richtung. Das ist das dritte Newtonsche Axiom, Aktio gleich Reaktio. Also in dem Moment, wo ein Körperteil gegen das Wasser geschoben wird, bewegt er sich in die andere Richtung. Das ist leider rückwärts in diesem Fall. Lass uns doch mal schauen, wie Marco das Problem löst. Er ist der Meister darin, mit einem offenen Hüftwinkel zu schwimmen. Es lohnt sich immer wieder daran zu arbeiten. Jeder Brustbeinschlag wird dadurch effizienter. Die beste Übung, die man da wählen kann, wäre eben Brustbeine in Rückenlage. Da könnt ihr euer Knie kontrollieren, ihr könnt eure Fingerspitzen auf das Knie drauflegen und seht sofort, ob ihr zu sehr eben die Knie zum Körper zieht. Der zweite Knackpunkt sind die Arme. Auch hierbei wirkt das gleiche Prinzip. Ich habe das immer total unterschätzt und habe mich gewundert, warum in den Unterwasseraufnahmen jedes Mal mit einem offenen Hüftwinkel trotzdem der Körper zum Stehen kommt. Die Arme, das war meine Annahme vorher, müssen einfach nur so eng es geht am Brustkorb entlang gehen. Also die Hände gehen so eng es geht am Brustkorb entlang und werden dann nach oben geführt. Aber wenn man sich das mal genauer anschaut und wenn man in diese Position geht und das durchführt, ist das das Problem. Die Ellenbogen werden hier, ist es drauf? Ja. Die Ellenbogen werden hier so gegen das Wasser geschoben, dass ihr wieder in die Rückwärtsbewegung kommt. Auch hierfür gibt es eine Lösung. Entweder man macht es wie Adam Peaty oder wie Wonder Woman. Denn Wonder Woman wäre dann auch für euch das Bild, ihr kennt es, die Visualisierung, eben tatsächlich daran zu arbeiten. Das sieht total komisch aus. Wenn ihr in der Streckung liegt, habt ihr eure Arme an der Hüfte und jetzt würde es losgehen, dass ihr wie eine Schere die Hände positioniert und dann so nach vorne führt. Das sieht im ersten Moment total bescheuert aus, aber wenn man es mal sich überlegt und das hiermit vergleicht, ergibt es plötzlich einen Sinn. So, wir haben aber Marco nicht gefilmt, um die ganze Zeit nur zu überlegen, wie wir seinen Tauchzug verbessern können, sondern wir wollen ja von ihm lernen. Er hat eine der besten Tauchphasen auf der ganzen Welt, nicht umsonst ist er Weltrekordler geworden, sodass wir uns nochmal ganz genau anschauen, wie macht er das denn. Nach einem Abstoß kann Marco extrem lange gleiten. Bevor er seinen ersten Delfin Kick setzt. Hierbei ist das Problem für euch, man kann Geschwindigkeit nicht fühlen. Das Einzige, was der menschliche Körper fühlen kann, ist tatsächlich Beschleunigung, sowohl positiv als auch negativ. Ihr müsst aber in der Lage sein, den ersten Delfin Beinschlag zu setzen, bevor ihr langsamer werdet. Das heißt, wieder mal leider Erfahrung sammeln, ausprobieren, mit den Augen tatsächlich schauen, komme ich schneller vorwärts oder werde ich langsamer? Bei allen weiteren Punkten müsst ihr genau darauf achten. Meine Beobachtung ist leider, viel zu häufig werden die Elemente, der erste Delfin Kick, der Armzug, der Beinschlag und das Auftauchen, ist viel zu komprimiert, das heißt zu dicht beieinander. Und darauf solltet ihr eben jetzt reagieren und tatsächlich anfangen, bei jedem Tauchzug auszuprobieren. Warte ich noch? Oder war vielleicht sogar der Zeitpunkt schon zu spät? Dass ihr die Geschwindigkeit nicht fühlen könnt, das ist die eine Sache. Was ihr aber sehr positiv beeinflussen könnt, ist auch 2018, läuft das Zugmuster wie folgt ab. Ihr habt die Streckung, öffnet die Arme, geht einwärts, geht auswärts.
Das Ganze sieht letztendlich aus wie ein Schlüsselloch. Das musste jetzt mal sein, weil das, was ich immer beobachte, ist, der Tauchzug ist so schwach. Haut bitte einen raus, stellt euch tatsächlich vor, dass das Ganze eben ein Monster-Tauchzug wird. In dem Moment, wo ihr daran arbeitet, kommt ihr gleich 2 Meter weiter und könnt eure Konkurrenten direkt abhängen. So, der Beinschlag ist wieder extrem wichtig. Auch hierbei, bitte konzentriert euch auf diesen einen Beinschlag. Ihr habt nur einen einzigen Beinschlag im Tauchzug. Der muss auch monstermäßig durchgeführt werden. Das heißt, zieht die Beine an, achtet auf den offenen Hüftwinkel und dann gibt es nur eine Chance, das Ding richtig rauszuhauen und das ist eure Aufgabe. Insgesamt bitte ich euch aber eben tatsächlich darauf zu achten, das, was wir schon in der Tauchphase mit den Delfinbeinen gesagt haben, ihr wisst, hier ist der Film nochmal verlinkt, dass die Tauchphase nicht zu tief runter geht und dann wieder steil hoch geht, sondern dass es ein Ablauf ist, eintauchen, flach bleiben, hochkommen. Je besser euer Tauchzug wird, desto tiefer dürft ihr werden, aber am Anfang ist es ziemlich schwierig, von da ganz unten schnell wieder nach da oben zu kommen. Was ihr ebenfalls noch vermeiden müsstet, wäre, dass euer Kopf immer nach vorne schaut, wo ihr denn auftauchen könnt. Das ist doch Quatsch. Ihr habt unten auf dem Boden die Linien, ihr wisst, wie hoch ihr seid. Lasst den Kopf auch hier wieder neutral, schaut nach unten. Und dann ist das wichtigste Prinzip, was ihr beachten müsst in der Tauchphase, Protect Your Speed. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Haut auf den Gefällt mir-Button, abonniert den Kanal. Nächste Woche gibt es weitere Folgen aus dem Paradies. Bis dann, ciao.